Viewer discretion is advised. Okay. Please describe what you saw happen. Was ist denn passiert? Okay, am Bankautomaten und dann überfallen quasi. Hello. Yeah, brother. Anything you can spare? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSBDFR. Es war ja etwas Ruhe darum geworden, denn es lag wieder ein neues GTA Online Update. Daraufhin ja, mussten wir erstmal wieder auf das neue Rage Plugin hook warten. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, ja, alles wieder zurückzubauen und habe daher die Chance genutzt, hatte ein neues Let's Play angefangen. Das werde ich aber in der Zukunft auch weiterführen. Und ja, jetzt haben wir alles neu aufgebaut und es funktioniert wieder alles tadellos, ohne Probleme. Sogar jetzt hier die Stopp-Polizei-Variation. Nein, das nicht. Hier vom VW Touran funktioniert es ohne Probleme. Da, Stopp-Polizei. Es kommt also alles nicht, ja, gleichzeitig. So. Oh, wir sind schon da. Okay, wir haben nämlich einen Einsatz. Komische Sachen gehen vor. Bist du das? Oder der, der hier sitzt? Wo denn? Oder hier drüben? Schauen wir gleich mal nach. Okay. Please describe what you saw happen. Was ist denn passiert? Okay, am Bankautomaten und dann überfallen quasi. Did this have a weapon of any kind? Irgendwelche Waffen? Okay, das hat er nicht gesehen. Wie sah er denn aus? Ein Asiaten, männlich, und roten T-Shirt. Okay, er ist in Muscle Car eingestiegen. Okay. Ein schwarzes Muscle Car. Shovel Picador Lizenzplate ist 98WP L764. Okay, mehr kann er nicht sagen. Wir lassen das mal. Wir gehen mal auf Suche. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay, den schnappen wir uns natürlich. Ein Banküberfall. Ich nehme an, das wird die Person hier drüben sein, die so am Boden liegt. Können wir mit der noch reden? Speak with the subject. Okay, mit dem können wir reden. Das Opfer. Dann wird er Geld abholen. Okay, er ist nicht verletzt. Okay, wieder ein männlicher Asiate mit einem roten T-Shirt, das passt. Und er hat nicht gesehen, was weiter passiert ist. Okay. Auch das stimmt überein die Aussage. So, ich kriege natürlich hier eine Information darüber, wo sich derjenige gerade aufhält. Düsen wir natürlich sofort hin. Sirene an. Den kriegen wir. Am männlichen Tag ein Überfall am Bankautomaten. Okay. Rotes T-Shirt in einem schwarzen oder dunklen Muscle Car. Herr Dispatch, ich bräuchte mal bitte ein Update. Suchen wir hier mal die Gegend ab. Dieses hier. Ist wieder zurückgesetzt, ich weiß es nicht.
Okay, wir suchen einen dunklen Muscle Car oder eine asiatische männliche Person. Okay, es bewegt sich wieder. Muss hier noch in der Nähe sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Person oder das Auto sehen. Gucken wir nach beiden. Wir haben das Blaulicht an. Wir können die ja, ja aufhalten. Ist die Frage, wo ist er lang? Den Suchkreis verlassen wir gleich wieder. Fährt einfach mal bei Rot. Aber es kann daran liegen, dass wir. Okay. Vespucci Boulevard wurde entdeckt. Wir bleiben dran, Dispatch. Damn. Hier wurde er gesehen. Ist die Frage, ist er weitergefahren oder abgebogen? Können wir das Dispatch sagen? Auch hier ist nichts weiter zu sehen. Okay. Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Oh, das wird ein Suchspiel. Oh, das wird ein Suchspiel. Das kann überall lang sein. Ich bräuchte mal wieder ein Update, bitte. Dispatch. In sämtliche Richtungen sein. Hier ist es leider nicht 50-50. Warte mal hier in der Richtung. Dispatch bräuchte wieder ein Update. Ist, nein. Wir müssen mal warten, bis endlich mal ein Update vom Dispatch kommt. Der kann in sämtliche Richtungen gefahren sein. Muscle Car ist im Moment keins sichtbar. Aber es ist kein dunkles. Aber ein dunkles Muscle Car mit einem männlichen Asiaten und einem roten T-Shirt. Dispatch, du brauchst echt lange für ein Update. Kann aber auch sein. Oh, hier haben wir was. Ja, ja, ich glaube, ich bin im Einsatz. Der ist auch nicht asiatisch. Der ist asiatisch. Hör mal stehen, mein Freund. Also, er ist nicht mal mit dem Auto unterwegs. Oh, Entschuldigung. Okay, er versucht zu fliehen. Den schnappen wir uns. Das ist er definitiv. Oh, hat er Glück. Der erste Schuss ging daneben. Bleib stehen, mein Freund. Es hat doch keinen Sinn. Zack. Hände hoch. Komm mal runter auf die Knie. So, vielleicht kann man jetzt mal mit ihnen reden. Okay. Gib mir mal deine ID. Genau. So. Jetzt müssen wir uns beeilen, ja? Dimitri Raskhov. Ist aber kein asiatischer Name, würde ich behaupten. Okay, gegen den liegt nichts vor. Okay. Zack. So, wir brauchen mal eine Beschreibung nochmal, bitte, Dispatch. Target is a Asian male. Target wearing red shirt. Red Shirt trägt, dann ist er trägt eine rote Jacke. Warum können wir den keine stellen? Wir nehmen den jetzt einfach fest. Vorläufig. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nicht anhalten. Ich wollte ihn hier festnehmen. Was macht er denn? Liegestütze oder was? We took a statement from Dimitri Raskhov. Ja, ja. Okay. Ja, das bräuchte bitte einen Transport an meine Stelle. Eigentlich. Wo
Was hat er denn da in der Hand? Oh, mein Police Arrest Manager funktioniert noch nicht, wie ich das so gerade sehe. Okay, dann ist das kein Problem, dann einmal bitte folgen. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts eines Überfalls am Bankautomaten. Mein Arrest Manager funktioniert nicht, wahrscheinlich ist der noch nicht abgedatet worden. Was ist denn hier oben, die Interactive Menü? Nein, keine. Ja, komm mal. Y. Kann nicht sehr weitermachen. So, wir warten natürlich noch auf unseren Verdächtigen. Den sammeln wir gleich mal wieder ein. Vielleicht wird er auch reingespawnt, ich weiß es nicht. Warum? Das dauert mir zu lange. Nein, er ist jetzt schon drin. Sehr schön. So, dann zum nächsten Polizeirevier, würde ich sagen. Ganz schnell. Und für mich ist dann der Einsatz beendet. Ein Update von Dispatch kommt auch nicht. Okay, also Police ist... Also der Arrest Manager, den habe ich natürlich eingefügt, aber der scheint noch nicht zu funktionieren. Nun gut, wird aber denke ich mal in der nächsten Zeit sein, wenn es nicht sogar schon ein Update gegeben hat. Dies wird also dann demnächst bei den nächsten Folgen, die dann jetzt endlich wieder regelmäßig kommen werden, ja, wieder dabei sein. So, zack. Ne, ich muss ja unten rum. So, den liefern wir hier ab. Dafür ist der Einsatz dann für uns beendet. Ein Banküberfall, also mehr oder weniger ein Überfall am Geldautomaten. So. Komm raus. Ich sagte wieder raus. Ich weiß gar nicht, müssen wir den eigentlich überstellen? Ich weiß es nicht. Wir stecken den jetzt hier einfach in eine freie Zelle. So, zack. So. Ach, er will auf mich einschlagen. Das sollst du überlegen, mein Freund. Deine Aggression kannst du hier im Gefängnis ablassen. So. Ja. Dann würde ich sagen, ist der Einsatz für mich zumindest hier beendet. Kommt immer noch keine Meldung, dass wir Code 4 sind. Und das Ding haben wir auf jeden Fall abgeliefert. Wir fahren nochmal in die Richtung. Das war der einzigste Weg. Nee, wir lassen es einfach. So, ausmachen. So, Dispatch. Code 4. Oh. Alright. Eine Security hat um Hilfe gebeten, der Polizei. Fahren wir natürlich sofort hin. Das wird aber ein Code 2 ein Satz sein. Also ohne Blaulicht, ohne Sirene. Mal sehen, wer wieder hier rummuckert. So, was macht er hier? Am Krankenhaus auch noch. Das können wir gar nicht gebrauchen. So. Wir sind Polizei, wir dürfen das Auto hier abstellen. So, wo ist er denn? Da steht die Security Guard. Ja, I'm on scene. So, dann machen wir sich. Grüße, was haben wir denn? Okay. Kann keiner Polizei trauen, kann kein Doktor trauen. Okay, hat auch nichts weiter zu sagen. Ja, irgendwie kann der hier nicht bedient werden. Okay, wir fragen mal nach der ID. Julia, wieder mal. Rodriguez. Schauen wir mal, ob was vorliegt gegen die gute alte Dame. Die Lizenz ist abgelaufen, sonst liegt nichts weiter vor. Okay, sie ist ja zu Fuß unterwegs. So, wir bitten sie natürlich. Ja. This is so unfair. I go, I will go.
Wir geben hier quasi einen Platz vorbei und damit hat sich die ganze Sache und dann sollten wir eigentlich auch schon auf Code 4 sein. Okay, hat nichts weiter zu sagen. Genau, dann die ältere Dame hat das Krankenhausgebiet verlassen. Läuft dann noch lang. Damit sind wir auf Code 4. Sehr schön. Der Dispatch, wir führen die Streife fort. Sind quasi einsatzbereit für den nächsten Einsatz. Dabei fahren wir natürlich Streife und schauen, wo was hier abgeht. Hier in den dunklen Gassen von Los Santos. Eieieiei. Unbekannter Trouble. Code 2. Attend to see and be prepared for anything. Okay, bereit sein für alles. Aber ein Code 2 Einsatz. Ohne Blaulicht, ohne Sirene. Dispatch sind auf dem Weg. Heute wird natürlich die Folge etwas länger gehen, da es ja jetzt nur ein paar Tage, paar Folgen LSPDFR ausgefallen sind. Werde ich natürlich für euch etwas länger hier GTA 5 LSPDFR produzieren. Damit ihr langsam aber stetig wieder auf ja, das Pensum und auf die Lust von GTA 5 LSPDFR kommt. So, gut 600 Meter noch, dann sind wir am Ziel. Fast gegen die Wand gefahren. An der Ausfahrt oder Überführung von dem Highway scheint es zu sein. Unbekannter Trouble. Wir konnten also nicht sagen, was das Problem ist. Steht einer mitten auf der Straße. Natürlich auf jeden Fall das Blaulicht anmachen. Oh, Entschuldigung. Speak with the caller by pressing Y. Na ja, klar, machen wir doch. So. Okay, er kann kein Taxi bekommen. Jetzt soll ich den nach Hause fahren. Wisst ihr was? LSPD, freeze! Ich gebe ihnen ein Taxi. Oh, wie war das? Wenn ich meine so von der Funktion, nein, das war das. Oh. Das kann auch schon sein, weil die Funktion nicht. Ach, weil die Modifikation nicht so funktioniert. So, hallo? Ne, nicht what the hell? Sie haben mal jetzt hier. Sie sind vorläufig festgenommen. Missbrauch eines Polizeinotrufes. So. Einsteigen, mein Freund, aber ganz zackig. Rein in die Karre. In the back, nice and slow. Sehr schön. So, als nächstgelegene Gefängnis ist, glaube ich, über Einbahnstraße. Egal, wir fahren schnell hier durch, fällt nicht auf. Und man ist auch die zu Ende. Dann wir blau an. So. Ab hier ist keine Einbahnstraße mehr. Dann kommt Calculated Route nicht mehr. Das ist ja nett. So, dann haben wir jetzt schon den zweiten hier ins Gefängnis gesteckt. Was für eine erfolgreiche Schicht wieder. So. Raus aus meinem Auto. Auch den ziehen wir raus. Ja. Okay, die Kollegen haben wieder einen Einsatz. So. So, das kleine Asiade. Ach, den haben sie umgesetzt. Na, wo bleibt er denn? Komm mal ein bisschen. Den stecken wir hier mit rein, wenn das geht. Ah, die haben sie die Kappe weggenommen. So. Rein hier. Ihr werdet euch wunderbar verstehen. Wir haben nicht so viel Platz, daher müsst ihr zusammen. Seid lieb zueinander. Sonst habt ihr Riesenprobleme. So. Sollten wir, hä? Ich möchte bitte den Einsatz beenden. Okay, wir hätten vorher... Schon wieder unbekannter Trouble. Code 2 Einsatz, okay.
Ja, den hätten wir hier noch gerade nach der ID fragen sollen. Okay, na jetzt egal. Jetzt haben wir, das können die Kollegen machen. Die haben sonst hier im Revier nichts zu tun. So, nächste unbekannte Trouble. Heute ist Tag des unbekannten Erbers. Unbekannte Probleme. Kann man übersetzen, wie man möchte. Bestimmt wieder einer, der auf der Straße steht. Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12. Roger that. Okay. Wir sollen die Umgebung wieder untersuchen. Ehrlich gesagt sehe ich hier keinen unbekannten Trouble. Wir wenden mal. Investigate the area. Hier läuft einer, aber ich glaube nicht, dass der Ärger macht. Na gut, der ist besoffen. Okay, wir sollen nach der ID fragen. LSPD, hands up! LSPD, freeze! Hör mal still, mein Freund. So, gib mal deinen Ausweis her. Besoffen läuft er schon mal rum. Eddie Manana oder so. Putzige Namen habt ihr heute. Okay, Suspended, der läuft aber eh rum. Es gibt keinen Grund. Der rennt weg. Dafür ist das für mich erledigt. Ja, wir haben die ID gefragt. So. Dispatch, wir sind Code 4, hier ist alles sauber, nichts Auffälliges. Warten auf den nächsten Einsatz. Citizens reporting arson in Rancho. Respond Code 3. Code 3 Einsatz. Na, dann nutzen wir das gleich mal aus. So, Vorsicht beim Bahnschranken. Arson ist der nächste Einsatz. 400 Meter. Ja, mein Status ist okay. Könnt aufhören zu nerven. Noch ist es zumindest okay. Ich weiß nicht, was uns hier bei dem Einsatz jetzt gerade erwartet. So, düsen wir ganz schnell mal hin. Alright, Feuerwehr. Ah, Brandstiftung. Hab's mir doch gedacht. Feuerwehr ist da. Übrigens neues Feuerwehrfahrzeug. Auch mit ELS. Hello, Officer. Okay. Im Banshee ist er geflüchtet mit 86 PG am Anfang. So, Luftunterstützung ist aufgerufen. So. Okay, die haben schon was. Ihr kümmert euch um den Brand hier, ja? Okay. Nicht, dass es hier ausartet. Und wir versuchen den Verdächtigen zu finden. Nimm Benji. Die Farbe steht, glaube ich, nicht da, oder? Oh Mann. Das kann ja über sein. Airport Support near Little in Rancho. Benji, Model ist Benji Color, Sandy Brown. Okay, jetzt haben wir die Farbe. Wir haben eine Lufteinheit irgendwo am Himmel. Ja, ist er wieder ganz woanders. Ja, ja. Okay, die Kollegen sind dran. Ah, da oben ist die Einheit. Okay, den versuchen wir natürlich jetzt zu schnappen. Brandstiftung in Los Santos. Das wird hart bestraft. Was? Wo sind sie jetzt? Hier ist der Stern, okay. Ist ganz in unserer Nähe. Okay, dann machen wir natürlich auch die Sirene an, wie die Kollegen. Und du bist doch mal ganz schnell. Hier vorne sind sie jetzt. Okay. Ach, weil die runterfahrt. Das ist unter uns. Oh Mann. Kriegen wir. Den kriegen wir. Schnell bloß mal den Stern wegmachen hier. Ich hoffe, die Air-Support bleibt dran. Die sind ganz schnell unterwegs. Können natürlich nicht ganz so schnell rumrasen. So, Dispatch, haben die Verfolgung aufgenommen.
sehen jetzt auf der Straße, wo die Flüchtigen unterwegs sind. Wir überqueren gerade eine Brücke. Helikoptereinheit hören wir. Aber jetzt haben wir sie. Bräuchte noch Unterstützung, bitte. Sportcar. Okay, wir machen mal automatische Roadblock an. Falls das hier nicht so wunderbar klappt mit dem Stoppen. Wow. Oh, durch zwei LKWs pressen. Halt mal an jetzt hier. Ja, fahren wir ins neue Auto. Komm mal, Hände hoch. Einsteigen, komm mal einsteigen. Okay, wir haben eine automatische Straßensperre, aber die ist komplett fehlplatziert. Straßensperre ist umfahren worden. Wiederhole, Straßensperre, ja, umfahren worden hat. Ja, erfolglos gewesen quasi. Oh, wir hatten krass. Hätten wir mal rausgezogen. Okay, Kollegen steigen aus. Ach, da ist er doch. Okay, er fährt gerade auf ein Firmengelände. Bitte mal eine weitere Einheit zu uns zur Unterstützung. Wo ist er? Okay, er ist jetzt gefahren. Jetzt zieh ich ihn raus. Jetzt ist es vorbei. Komm her. Du hast festgefahren. Lass es da einfach. Oh. Und wieder mal eine Kirsche. Hände auf, Polizei, come on. Mit dem Molotow-Cocktail in der Hand. Der ist eingezogen. So. Sie sind vorläufig festgenommen. Und wir sind Code 4, jawohl. Brandstifter wurde festgenommen. Bräuchte noch bitte einen Abschleppwagen an meine Stelle. So. Jetzt mal die Sirene hier aus. So, wo ist sie denn? Kommt langsam angedackelt. What the shit? Alright. So. Gucken kurz hier. Hier ist natürlich nirgendwo eine Wache, wo man sie abgeben kann. Eieieiei. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein Polizeirevier. Hier können wir sie abgeben. Da fahren wir jetzt noch hin. So, hier ging es raus, oder? Jawohl. So, Brandstifter erfolgreich geschnappt, würde ich mal sagen. Geben dann noch eine kostenlose Blaulicht- und Sirenenfahrt. Und das wird ganz schön teuer werden. Bei Brandstiftung muss ja von Schaden aufkommen. Oh ja, die Gefängnisstrafe wird hart. Mal, wenn sie schon mal in Erscheinung getreten ist. So. 900 Meter noch. Dann haben wir die gute abgesetzt. Assault. Können wir leider nicht annehmen. Sind noch mit unserem Auftrag beschäftigt. Wir müssen ja die gute noch abschleppen, wollte ich gerade sagen. Eieieiei, abschleppen. Doch nee. Ins Gefängnis überführen. So. Das war dann die dritte, die wir heute ins Gefängnis bringen. Was für eine gute Quote. Also wenn wir die Quote mal nicht erfüllt haben. Ja, mach's Brett auf. Mittlerweile ist die Sirene aus. Sehr schön. Nice. So. Raus aus meinem Auto. Und das Ganze zum dritten Mal. Oh yes. Come on, stand up please. Follow me. Thank you. Zack. So. Gucken wir, ob sie wieder. Ja, haben sie wieder umgeräumt. Okay. No fucking chance. So. Einmal bitte hierher. So, einmal hier rein. Oh, Weiber. Brandstift können sie machen, aber. So, jetzt. Einfache Befehle können sie nicht befolgen. So! Ja, das sind unsere Ausbeute für heute. Drei Festnahmen, dreimal ins Gefängnis gesetzt. Schon wieder ein Stollenmann dran. Heute geht's los.
Mann. Na gut, das war erstmal eine neue Folge von GDR5 LSBTFR. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt wieder. Ab sofort wird natürlich wieder regelmäßig GDR5 LSBTFR Folgen kommen. Und mit dem Arrestmanager, das werden wir ja mal sehen, wann das wieder einwandfrei funktioniert. Ich hoffe, ganz schnell. Vielleicht schon in der nächsten Folge, aber ich denke mal auf jeden Fall dann demnächst in den einer der nächstfolgenden Folgen. Ich bedanke mich nochmals bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Wünsche euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis dann.